Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja. So, wir haben 3-0 gegen Paderborn gewonnen, sind Dritter noch, aber ein Punkt hinter Leverkusen. Leverkusen ist der Tabellenführer und Bayern ist Zweiter, weil die bessere Tordifferenz haben. Okay. So, dann wollen wir mal ins 3D-Modus-Spiel gegen Mainz gehen. Das heißt, nicht 3D, Textmodus, so rum. Wir nehmen Rotation 2 Textmodus. Rotation 2 Text, sehr gut. Und gucken wir, was wir hier. Kein Verein interessiert. Ja, dann bleiben die jetzt erstmal auf dieser Zelle. Vielleicht kommt ja doch einer. So, man könnte die Brauch eigentlich feuern. Fällt mir gerade mal ein. Auf Feuer steht jetzt einfach. Vertrag auflösen, was kostet mich das? 5000 Euro, naja, immerhin. Der kostet mich auch 5000 Euro. Und tschüss. So, habe ich die beiden nicht mehr im Kader. So, einfach ist das. Okay, Mainz 05 in Textmodus. Gucken wir mal. Eigentlich müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Finanzstatusreihe hier in den Griff kriegen. Müssen wir mal gucken. So. Das heißt, unser Transferbudget haben wir jetzt wieder aufgestockt. Okay. Wir haben jetzt März, das heißt, wir können die Mitgliederkampagne machen. Das machen wir jetzt auch, kostet uns 200.000. Aber wir kriegen mehr Mitglieder, das ist schön, nicht? Ja, finde ich auch. Okay, dann. Was müssen wir nochmal? Wir brauchen noch einen offensiven Mittelfeldspieler für den Drechsler. So, Transfermarkt, da ist immer noch der Innenverteidiger drauf, den brauchen wir aber nicht. Obwohl. Serbe ist der, glaube ich. Nee. Wir brauchen ein offensives Mittelfeld. Also nee, warte mal, wir haben ja den. Moment, wir haben ja den Schaub verliehen. Laien. Ostrak, Etchan. Hier ist kein Schaub. Doch, da ist der Schaub. Der kommt wieder, gut, dann haben wir ja einen. Dann können wir den Drechsler nachher vertickern nach der Saison. Gut. Machen wir das so. Okay. Schießschuss fällt aus, Gehirnerschütterung, eine tolle Wurst. Da kommt richtig Freude auf. Wie lange ist der verletzt jetzt? 19.3. Naja, das geht ja immer. So, erreicht Trainingsziele. Marvin Obutz. Hat eh keinen gekriegt von mir, okay. Schießschuss fällt aus für wie lange? 7 Tage, okay. Wir haben gegen Homberg 1:1 gespielt. Das freut uns doch. So. Textmodus gegen Mainz. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe immer noch nicht die perfekte Taktik für Textmodus gefunden. Lass mal gucken. So, nicht 3D-Modus. Textmodus, mein Freund. Okay, weiter geht's. So. Das geht das letzte für diese Woche, nicht für die Saison, für die Woche. So, erster Referee Dennis Aitken hat die Partie freigegeben. Ah, sofort in die Mainzer im Angriff. Das ist echt der Knaller, ey. Vertändelt die Chance, schade. Mein spielt mit Abseitsfalle. Warte, Ecke, ey. Ecke für Mainz. Bereinigt die Gefahr. In die zweite Etage geschossen, oh Mann.
Okay, nichts passiert zum Glück. Ecke von rechts. Horn muss nicht eingreifen. Ach Mensch. Eigentor. 1-0 für uns. Durch ein Eigentor von Niakate. Klare Schwalbe von Malon. Gelbe Karte. Schwalbenkünstler. Ja. Nichts passiert. Außer Späße nichts gewesen. Ecke von rechts. Freistoß für uns. Das Spiel wird pünktlich beendet. 1-0 zur Halbzeit. So muss das sein, Co-Trainer. So. Assistenztrainer macht an. Wir ändern die Taktik. Spielen jetzt kurze, risikoreiche Bälle. So, mal gucken, ob das was wird mit dem Wirt. Wer nichts wird, wird Wirt oder so. Okay, das haben wir, das haben wir. So, und dann wollen wir direkt mal nach der Halbzeit angreifen. Mal gucken, was passiert. Schade. Klär zur Ecke. Und 2-0, sehr gut. Wer hat das Tor gemacht? Georges Meret, sehr gut. Erstes Saisontor. Klares Handspiel. Elfmeter für Köln. Und vorbeigeschossen, Kingsley Schindler. Oh Mann. Hätte die Vorentscheidung sein können. Kingsley Schindler. Aber Müller ist unten. Verwirrung im Strafraum. Timo Horner ist zur Stelle. Sehr gut. Daniel Bosinski. So, ab jetzt wird wieder voll dagegen gehalten. Elfmeter für Köln. Und jetzt haben wir das 3-0. Sehr gut. Schindler. Eben dachte ich daneben geschossen, Junge. Gut, dass wir 12 Meter gekriegt haben. Das FC Köln mit 300 Minuten kein Tor mehr kassiert. Malon geht raus, der Schwalbenkönig. Mateta kommt auch raus. Younes für Kouandé. Mhm. So, ab der 80. wird er wieder hier nach vorne gestürmt. Stellen wir schon mal drauf. 78. Jetzt wird gestürmt. Spielerwechsel, Quaison für Schalai oder Scholoi. Glanzparade von Horn. Bell verletzt da, die haben schon dreimal gewechselt, da haben sie nur 10 Mann. Mainz hat nichts mehr zu verlieren. 3 Minuten Nachspielzeit, Ende. 3-0 gewonnen, sehr gut. Gegen Mainz auch 3-0 gewonnen. Sehr gut. Gucken, wie die anderen Ergebnisse sind. Ergebnisse. Gucken wir mal. Leverkusen hat 0-0 gespielt gegen Union Berlin. Die sind immer noch Erster. Hä? Die haben 0-0. Achso, ja, wir haben einen Punkt Rückstand gehabt.
Ein Punkt Vorsprung haben die noch, die Leverkusener. Bayern hat verloren. Also die haben 0-0 gegen Leverkusen hat gewonnen dann, okay. Mal gucken, wo stehen die denn hier, Leverkusen? Hier sind sie. Haben 1-2 gegen Bremen gewonnen. Okay, Bayern 0-0. Das heißt, wir haben 2 Punkte vor Bayern, 1 Punkt hinter Leverkusen. Okay. So ist das. Okay. So. Leute. Das war's dann wieder für diese Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder beim Videotextspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Bis Montag dann. Ciao, ciao.